Das Nervensystem des Menschen ist ein riesiges Netzwerk, das den gesamten Körper durchzieht und aus Milliarden von Nervenzellen besteht, die unseren Organismus steuern. Aneinandergereiht ergebe die Länge aller Nervenfasern in etwa eine Strecke von der Erde zum Mond und wieder zurück. Unser Nervensystem steuert alle Lebensprozesse unseres Körpers. Das merken wir meistens erst dann, wenn es nicht mehr automatisch funktioniert, sei es durch eine Verletzung oder durch eine neurologische Erkrankung. In der Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum Gießen und Marburg, am Standort Marburg, sind wir dank eines hochqualifizierten interdisziplinären Teams aus Spezialisten verschiedener Fachrichtungen und modernster Medizintechnik in der Lage, sämtliche neurologischen Krankheitsbilder in der Diagnostik und Therapie zu behandeln. Eine der Stärken der Universitätsklinik Marburg ist, dass wir Forschung, Lehre und Klinik unter einem Dach vereinen. Dadurch können wir neueste gesicherte Erkenntnisse unmittelbar an angehende Ärzte weitergeben und gleichzeitig in die Behandlung einfließen lassen. Am Patientendummy bekommen die Studierenden und jungen Assistenzärzte das Wissen vermittelt, das später dabei hilft, Leben zu retten. Wissenschaftlich fundierte Behandlungspfade und Abläufe sichern die Akuttherapie in der sogenannten Stroke Unit ab. Verschiedene Spezialisten arbeiten im Team in der Notaufnahme. Radiologen stehen für die Bildgebung bereit. Hochauflösende Bilder ermöglichen die Diagnostik, die den Neurologen hilft, die Ursache eines Schlaganfalls zu identifizieren und zu behandeln. Ist die Akutphase vorbei, stehen Physiotherapeuten, Logopäden oder auch Ergotherapeuten den Patienten zur Seite, um ihnen möglichst schnell wieder einen selbstständig gelebten Alltag zu ermöglichen. Die Parkinson-Krankheit ist eine der schwerwiegenden neurologischen Erkrankungen, die einer umfassenden Therapie bedürfen. Dank moderner Forschungsergebnisse, auch aus unserer eigenen Klinik, sind wir in der Lage, auch komplexe Patienten spezifisch zu therapieren, insbesondere auch um eine Verbesserung der Lebensqualität zu erzielen. Mithilfe der tiefen Hirnstimulation behandeln Neurologen beispielsweise das Zittern, das häufig bei Parkinson auftritt. Eine bestmögliche Auswahl der Therapie erfolgt im Rahmen einer Konferenz nach individuellen Kriterien. Wir passen die Therapie fortwährend der individuellen Situation unserer Patienten an. Während einer zweiwöchigen Komplexbehandlung bei Parkinson etwa behandelt ein Team aus Therapeuten, Pflegekräften und Ärzten die Erkrankung aus verschiedenen Blickwinkeln. Im Bereich Neuroimmunologie versorgen wir 5.500 Patienten ambulant im Jahr, 350 pro Jahr stationär und 3.400 Patienten in unserer Tagesklinik. Die Schwerpunkte hier sind Multiple Sklerose, entzündliche Neuropathien und Myasthenia gravis. Epilepsie ist eine der häufigsten neurologischen Erkrankungen, die in jedem Lebensalter auftritt. Es gibt eine Vielzahl von Anfallsformen und Anfallsursachen. Eine umfassende Diagnostik ist wichtig, um für jeden Patienten die am besten geeignete Therapieform zu finden. Zunächst klären wir im Rahmen der Epilepsieambulanz ab, ob wir hier schon eine erfolgreiche Anfallskontrolle gewährleisten können. Ist dies nicht der Fall, schauen wir im Rahmen einer stationären Komplexbehandlung ganz genau hin. Per Video-EEG-Monitoring können wir zum Beispiel detailliert analysieren, um welche Art von Anfall es sich handelt und wo er entsteht. Auch hier arbeitet das Team aus Ärzten, Neuropsychologen, Pflegekräften, Physiotherapeuten, Logopäden, Ergotherapeuten und Sozialarbeitern im kontinuierlichen Austausch zusammen. Die Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum Marburg. Hier treffen modernste Spitzenmedizin, Wissenschaft und Lehre zusammen. Zum Wohl unserer Patienten. Gerne sind wir auch für Sie da.